Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der Marsch. Hier nach Maiswelle. Wir gehen gleich hier unseren nächsten Fahrzeug, der schon da ist. Ich glaube, wird mal jetzt nicht ein. Aber wir starten mal ein Logo. Der eine fährt hinten und der andere kommt her. Und wir können gleich mit dem dritten freien Traktor gleich weiterarbeiten. So muss es sein. So, die Schweine haben noch eine Futtertür auch. Wir haben jetzt 17 Uhr, es ist bald dunkel. Dann haben wir noch Scanner vorspulen, arbeiten oder auch nicht, wenn die Ernte besehen. Kann sein, dass wir sagen, okay, die Ernte, wir machen die dann hell, dann gehen wir runter auf 1. So können wir ein bisschen hinauszügeln, wie das dunkel wird, das mal schaffen. Wenn wir das Feld dann geschafft haben, heute, dann gehen wir wieder auf 5 und nachts auf 30. Und dann schauen wir mal, was das nach dem Weg her bringt. Und dann entsprechend mit den Geräte ausleihen. Also Kartoffelroder und ein Rübenroder. Sollte das kein Problem sein. In der Nacht haben wir gerne Geld kriegen. Könnte ja einige hunderttausend sein. Dann haben wir auch das Gerät da. Bloß kaufen wollte ich nicht, weil da aktuell nicht so viel ist. Und so viele Kartoffeln werden wir nicht haben. Die Zuckerfabrik aktuell steht nicht Programm. Aber später vielleicht, wenn man uns gefällt, der jetzt an oder fährt er weiter. Ich muss mal ganz kurz dem Bruder mal sagen, dass er anhalten soll. Sonst fährt er wieder in aller Ruhe in die andere Richtung. Und das soll er nicht sein. So, wir haben noch ein bisschen zu tun im Feld, aber leider. Aber da wird alles was. Aber die optimistisch. Morgen früh werden wir die Kühe versorgen und die Schweine. Und wenn das Maisfeld auch erledigt werden sollte, also dann auch die Ferkel eigentlich mal umstellen. Sind gerade hier mehr geworden. Sind wir sehr fruchtbar hier, ne? Muss die Nordseeluft sein, ne? Das ist ein bisschen so gesunde Luft. Aber ich glaube, dass wir trocken haben, ne? Ja, ne? Mais. Naja, die Hälfte haben wir schon geschafft. Wir schauen mal näher, dass wir die Gülle noch eingefahren bekommen. Also die Gärreste zur Düngerfabrik und ein bisschen Mist auch dahin, dass die Düngerproduktion läuft, dass wir da mal was verkaufen können. Da muss man früher die Brauerei haben, ne? Und so schnell wie möglich. Paletten haben wir. Was fehlt uns noch? Bier. Bier verkaufen und dann sind wir aus den Schulden raus. So. Wieder voll. War noch nicht da. 1, 2. Oder hat er sich wieder verabschiedet? Fährt noch. 10 km/h. Ich weiß, wo er fährt. Das ist mir jetzt schon ein bisschen komisch, die anderen waren immer zum. Tja, mit 10 km/h, ne? Das ist komisch, das ist nur 10 km/h. Aber gut, hat ja gereicht, ne? Also durch den Reifen. So, lass mal abkippen hier. Ob ich das mal testen soll, ob das Ding auch nicht dicht ist? Trau mich gar nicht.
Muss separat filmen und ein Foto machen. Wie gerade sie nicht angeschaut, glaube ich. Hier drehen die Reifen durch. Wieso? Streiken wir heute oder was? Hier geht noch die Straße. Ein paar aber Straße heute. So, jetzt geht gleich wieder so ein nächster Traktor. Ups, was? Oh, fällt glaube ich schon wieder. So, das ist Folge Nummer 4. Dienstag. Ja, Dienstag. Wahnsinn. Zeit vergeht. Hoffe, dass die Qualität passt. Dass wir da wieder keine Probleme kriegen. Da muss ich noch meinen Namen umändern. Ob wir hier anders war die Auftreten. Sollte aufgetankt werden. Ja, das reicht ja noch, ne? Toller Spaß hier. Ja, dann fährt mit 10 km/h. Nur übereilen, ne? Mit 10 km/h wird es knapp hier. Man baut noch 3 Fahrzeuge. Warm. Gut, du bist warm hier. Grad. Ja, ein bisschen Latter machen, das hier. Wird doch lustig im Sommer, wenn man so schwer dieses Heiß weg hier. Fenster aufmachen, diesen Jahr. SR87 ist er immer online. Hat sich auch manchmal voll. Na, schon da? Mal gucken, was da verkehrt ist. Da schon mit einer Fahrt. So, nächster Zettel. Kein Kollege hier. Wo bleibt er? Ich hab doch gesagt, dass Bauerei noch gemoppeln muss. Ich bin mitten gesäuft. Haben wir hier ein Gasthaus? Ja, irgendwo weit weg, glaube ich. Ein Gasthaus haben wir hier nicht. Aber Fußballverein haben wir hier. Sportplatz. So. Dann schauen wir mal gleich, wo er hier ist. Da ist der andere. So, das ist das. Feld. Straße. Gut.
müssen gleich wegfahren und so, ne? Wie viel Platz alles hier, nicht mehr kommt hier. Wollen wir dann voll kriegen hier, ne? Ja. Ne, 10 Minuten gerade noch. Und dann spielt zu Ende. Nö. Ich hab mich nicht gewundert. So. Der nächste ist dran. Jetzt kommen wir wieder runter auf 10 km/h. Nächstes Jahr Feld 1 und Feld 14 habe ich geplant. Und der Fruchtfolge. Wir wollen ja ein bisschen mehr ernten, ne? Gras ist schon mal klar, obwohl jetzt hinterher schon ein bisschen Reue, weil da leider die Preise, weil wir gerade im Keller sind. Da wird Season Sonnen liegt im neuen Update. Und wieder stark. Und vorher waren die Preise höher. Ich wusste gar nicht, dass die Förderung ausgefallen ist. Vom Start. Und normal 20 Jahre Garantie. Preis. Muss ich mal schauen, dass ich die Gülle da verkauft kriege. Die Gärreste können wir ja im Prinzip für Dings nehmen. Für Dünger. Jetzt kippen wir die Gärreste rein in der BGH und dann kippen wir dann einfach die Gülle und dann das Rest nachher Mist, dann Mist bildet sich auch das Geld. Das Ding. Ich glaube, ich mehr Geld wie jetzt den Mais. Ja, der ist schon da. Nun gleich mal wieder aufhalten, oder? Sonst hätte ich eine Ehrenrunde. So, mal kurz flüpfen. Na, Wasser. Weiter mit Mais. Naja, aber das Ende ist ja abzusehen, ne? Mehr Weißbälle haben wir denn noch nicht. Das ist voll. Ziemlich schön. Dann mache ich nach der Folge mal eine kurze Pause. So, was haben wir jetzt über Zeit? 9:30. Naja, gut. Station kommt, dass morgen weitergeht. Ah, das macht nichts, bin nicht tragisch. Ist ja alles gespeichert, von daher geht's ja weiter. So. Dann fährt jetzt ein 10. Müsste eigentlich jetzt überhaupt nicht keine 10 km/h stehen, sondern halt wie eingefahren ist. Ne? Gut,
Das wird nicht verstehen. Die anderen fahren normal und die anderen halt nicht, ne? Ja, der kommt da nicht hoch. Das wird nichts. Rechts vielleicht. Mal sehen, rechts in meine Bahn nehmen. Vollgas, also drauf treten und dann abkippen. Ja. Verkehrten Taste drückt. Also falls der wirklich Tank leer sein sollte, wir haben noch einen Tankwagen, also der in der Beziehung sehe ich keine Gefahr. So liebe Schauer, das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Ich bin vorbei. Die Zeit. Wie darfst du folgen? Dann sage ich mal Tschüss und den Winkel. Und dann ganz kurz, ich danke fürs Reinschauen. Ich danke auch fürs Abonnieren und fürs Liken und alles andere, was gemacht wurde. Also war es kommentieren. Dann sage ich hier mal kurz Tschüss und ciao ciao. Und dann vielleicht zum nächsten Mal wieder. Tschüss.